Hallo, ich bin Cornelia von der Heydt von der Bürgerstiftung Hamburg. Ich leite dort das Projekt Lesezeit, in dem Vorleserinnen und Vorleser in Kitas, Schulen und Spielhäuser in ganz Hamburg gehen, um dort Kindergruppen vorzulesen. Das kann in der derzeitigen Situation leider nicht stattfinden. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass das Kamishibai, dieser Holzkasten hier, eine Alternative wäre, um Kindern mit dem notwendigen Abstand von 2 Metern trotzdem vorzulesen. Die Kinder sitzen vor dem Kamishibai und der Erzähler und die Erzählerin stehen oder sitzen dahinter. Und so kann man den Abstand sehr gut einhalten. Aber was ist das Kamishibai? Das Kamishibai kommt aus Japan. Und deshalb auch dieser seltsame Name. Kami für Papier und Shibai für Theater. Papiertheater. Obwohl der Kasten aus Holz ist, aber das, was sich darin befindet, ist aus Papier. Und ich möchte Ihnen heute das Kamishibai vorstellen und wie man damit vorlesen kann. Wie kann man das am besten machen? Indem man eine Geschichte erzählt. Und das möchte ich jetzt gerne für Sie tun. Ich erzähle Ihnen die Geschichte vom Kamishibai-Mann. Das ist eine Geschichte, die Alan Say sich ausgedacht hat und die in dieser Form in der Edition Braclo als Kamishibai-Bildkarten-Set entstanden ist. Der Kamishibai-Mann. In Japan lebten vor gar nicht langer Zeit ein alter Mann und eine alte Frau in einem kleinen Haus auf dem Land. Er nannte sie Bachan, was Omi bedeutet, und sie nannte ihn Jichan, was Opi bedeutet. An einem Tag sagte Jichan zu Bachan: »Ich möchte morgen in die Stadt fahren, so wie früher, und den Kindern Geschichten erzählen. Mein Fahrrad funktioniert sehr gut, und vielleicht machst du mir ja ein paar Süßigkeiten.« »Ja, das mache ich. Hier ist das Fahrrad von Jichan.« Es war früh am nächsten Morgen, als Jichan mit seinem Fahrrad den Hügel hinab und über die alte Brücke fuhr. »Seht ihr den großen Kasten auf seinem Gepäckträger?« Jichan dachte an seine früheren Fahrten in die Stadt und fühlte sich frei und glücklich. »Hallo, du schöner Morgen! Hallo, du alte Brücke! Schön, dass du noch da bist! Hallo, ihr Vögel! Hallo, liebe Sonne!« Und Jichan sang eine Melodie, die er schon fast vergessen hatte. Als Jichan die Stadt erreichte, hörte er auf zu summen. Irgendetwas stimmte nicht. »Oh, was ist denn hier geschehen? Das sieht alles so anders aus. Ich glaube, ich habe mich verfahren.« »Nöt, nöt!« Die Autofahrer hupten und plötzlich war da ein großer Lastwagen direkt hinter ihm. »Oh, das ist alles so fremd hier.« Schnell bog er in eine freie Parklücke und verschnaufte. »Hier kann man ja gar nicht in Ruhe Fahrrad fahren.« Dann blickte er sich um und staunte. »Ja, ist denn das die Möglichkeit? Diesen Platz kenne ich. Nur, dass hier früher ein Park war mit schönen alten Bäumen, die sind alle weg.« Um ihn herum waren Läden und Restaurants und er fragte sich, wer das alles essen oder kaufen sollte. Und so, jetzt passt mal auf. Jichan zog, noch immer kopfschüttelnd, das Tuch von der Kiste auf seinem Fahrrad. Er klappte die Bühne hoch, er kontrollierte die Bildkarten in den Schubladen, er kannte alle seine Geschichten so gut. Und dann öffnete er die unterste Schublade.
Wie lecker, das duftet. Bachan, du Liebe, du machst die besten Bonbons. Schaut, hier sind die ganzen Süßigkeiten. Und das ist das Kamishibai. Hier werden die Bildkarten reingestellt. Aus der obersten Schublade nahm er nun zwei Holzklötzchen heraus und schlug sie zusammen. Ein lautes Klappern ertönte. Kommt alle her zu mir, ihr Kinder, kommt! Der Kamishibai-Mann ist da, kommt, hört Geschichten und ich habe wunderbare Süßigkeiten mitgebracht. Klapp, 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 klapp. Vor seinem inneren Auge sah er die Kinder von damals, wie sie gelaufen kamen, in ihren kleinen Fäusten ein paar Münzen für die Süßigkeiten. Das stellt sich Jichan vor, wie es wohl früher war. Geduld, Geduld, ihr werdet alle eure Lieblingssüßigkeiten bekommen. Ach ja, da ist ja auch der Junge, der nie Geld dabei hatte. Später werde ich mich um ihn kümmern. So dachte Jichan an früher. Und seht ihr, er ist auch plötzlich ganz jung wieder. Also, welche Geschichte wollt ihr hören? Die vom bärenstarken Pfirsichjungen, geboren aus einem Riesenpfirsich, oder die von der Bambusprinzessin? Ich erzähle erst vom Pfirsichjungen und dann die Geschichte von der Bambusprinzessin, dann aber auch meine Lieblingsgeschichte vom alten Mann, der die Kirschbäume zum Blühen brachte. Und dann gingen alle Kinder glücklich nach Hause. Bis auf den einen Jungen. Ich fragte ihn, ob er ein Bonbon wolle, doch er sagte, ich mag keine Bonbons, und lief davon. Eines Abends sah ich auf dem Heimweg eine Menschentraube vor einem Geschäft stehen. Sie starrten auf etwas, was sie Fernseher nannten. Dieses Ding sollte mein Leben ganz schön verändern. Immer öfter passierte es, dass keine Kinder kamen, wenn ich die Holzklötzchen aneinander schlug. Seht ihr die ganzen Fernsehantennen auf den Dächern? Die Kinder taten so, als würden sie mich nicht kennen. Sie wollten tatsächlich lieber Fernsehen, als meine Geschichten hören. Da konnte man nichts machen. Oh, er ist sehr traurig. Und die Kinder sehen auch nicht so richtig glücklich aus. Aber ich gab nicht auf. Immer wieder versuchte ich, sie zu locken, bis einmal ein Mädchen ans Fenster kam und sagte, ich solle leise sein. Psst! Ich mache zu viel Lärm. Ich, der Kamishibai-Mann. Ich setzte mich auf eine Parkbank und lutschte meinen eigenen Lolli. Seht ihr, er hat den Kamishibai-Kasten gar nicht ausgepackt. Ich zweifelte ein bisschen an mir selber. Da kam der kleine Junge, der keine Bonbons mochte. »Warum siehst du nicht fern?« fragte ich ihn, und er sagte, »Ich mag kein Fernsehen.« Aber du magst meine Geschichten. Und da nickte er. Ich baute die Bühne auf und fragte ihn, welche Geschichte er hören wollte. Die Geschichte vom Däumling, sagte er. Und so erzählte ich die Geschichte vom Däumling. Und der kleine Junge hörte zu, ohne einmal zu blinzeln oder nur zu atmen. So kam es mir jedenfalls vor. Als ich zu Ende erzählt hatte, begann ich ein paar Süßigkeiten hervorzuholen. Doch da war der Junge schon weggelaufen. Das war mein letzter Tag als Kamishibai-Mann.
Ich war dieser Junge, rief jemand plötzlich. Der Kami Ishibaiman blickte überrascht auf und sah, dass sich eine große Menschenmenge um ihn herum versammelt hatte. Auch mit den Geschichten sind wir groß geworden. Erzähl doch noch mal vom Däumling, von der Bambusprinzessin, vom Pfirsichjungen. Als Jichern zu sprechen begann, fingen die Menschen an zu klatschen. Er verbeugte sich ganz tief, wie es in Japan üblich ist. Da drängelte sich ein junger Mann nach vorne zu ihm durch. Er hatte eine Fernsehkamera dabei. Jichern gab ihm einen Lolli und alle lachten. Seht mal, er hat die gleichen Süßigkeiten wie früher. Und all die Büroangestellten, Verkäuferinnen und Bankkassierer, die Kellnerinnen, Hausfrauen und Lieferwagenfahrer stellten sich in einem großen Kreis um ihn auf. Jeder wollte dem Kamishibaiman ganz nahe sein. Es war schon dunkel, als Jichern nach Hause kam. Bachan hatte die Abendnachrichten gesehen. Und darin war der Kamishibaiman der Hauptbeitrag. Du hattest wohl einen ereignisreichen Tag. Es war ein guter Tag, liebe Bachan. Wirst du morgen wieder losgehen? Ich glaube schon, und übermorgen auch. Dann brauchst du mehr Süßigkeiten. Ja, machst du mir welche? Mehr als heute? Ich werde sehen, wie viel Zucker ich noch habe. Das war die Geschichte vom Kamishibaiman. So, haben Sie eine kleine Idee davon bekommen, was das Kamishibai in Japan war, also in den 50er Jahren. Das Kamishibai ist aber noch viel, viel älter. Und zwar sind schon buddhistische Mönche mit religiösen Inhalten durch das Land gezogen und haben den Menschen mit diesem Holzkasten, mit diesem Holztheater Geschichten erzählt. Ich muss dabei immer an die Wandelaltäre denken des Mittelalters, wo die biblischen Geschichten in Bildern erzählt werden. Und ich würde sagen, es sind sozusagen die ersten Comics unserer Kultur. Und die buddhistischen Mönche haben diese Art und Weise genutzt, um ihre Inhalte zu erzählen. Das Kamishibai ist, so wie in der Geschichte beschrieben, in den letzten Jahren in Japan wieder sehr Mode geworden und ist auch nach Europa gekommen. Und hier in Europa, in Deutschland, hat es einen enormen Aufschwung erlebt. Und inzwischen gibt es sehr viele Verlage, die diese Bildkarten auch herstellen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Kamishibai, so einen Kasten, im Internet zu bestellen. Man kann aber auch Bauanleitungen finden und sich ein Kamishibai selber bauen. Das ist gar nicht so schwer. Und ich würde Ihnen jetzt einmal das Kamishibai in seinen Einzelheiten zeigen. So, das Kamishibai, wie Sie eben schon gesehen haben, hat diese beiden Flügeltüren und einen Innenraum. In diesem Innenraum kommen die Karten. Ist ein Zwischenraum, den kann man hier so ein bisschen sehen. Da kommen die Karten reingestellt und das ist Größe A3 und die Bildkarten in den europäischen Verlagen sind genau auf A3 ausgerichtet. In den japanischen Verlagen kann es sein, dass sie manchmal ein anderes Format haben. Es gibt auch A4 Kamishibai-Kästen. Wenn man das einmal umdreht, dann kann man hier sehen, dass diese Rückwand, die ist hier mit Schrauben befestigt, die kann man lösen und dann kann man das auch als Kaspertheater oder als Puppentheater benutzen oder
Man kann diese Fläche mit einem transparenten Papier verkleiden, auskleiden und dahinter Schattentheater spielen. Es gibt verschiedene Kamishibai-Ausführungen. Dieses ist jetzt hier ein relativ einfaches und auch recht leichtes. Es lässt sich sehr gut tragen mit diesem Henkel hier oben. Und es gibt Kamishibais, die haben hier an der Seite eine Öffnung, sodass man die Bildkarten von der Seite zieht. Sie haben ja eben gesehen, ich habe die Karten von hinten so nach oben weggezogen. Man kann sie aber auch zur Seite ziehen und damit erreicht man einen zeitlichen Ablauf. Man kann sozusagen eine Figur aus dem Bild herausführen. Das erzeugt eine gewisse Dramatik oder man kann damit eine Inszenierung vielleicht auch noch besser andeuten. Nun noch einmal zu dem Erzählen oder dem Vorlesen von Geschichten mit dem Kamishibai. Hier noch einmal den Kamishibai-Mann. Ich habe die Karten hier so weggeholt, so. Und auf der Rückseite ist der Text. Der Text und das Bild, dieses Bild, diese beiden Texte, also Text und Bild gehören hier zusammen und das ist Nummer 1. Vor gar nicht so langer Zeit in Japan lebte in einem kleinen Haus auf einem Hügel ein alter Mann und seine Frau. Und wenn man jetzt das fertig gelesen hat, dann nimmt man das hier raus, das Bild. Und dann kommt das nächste Bild und man hat wieder hier das Bild und da den Text. Das Schöne an dieser Ausgabe ist, dass man auch einen englischen Text hat. Man könnte die Geschichte also auch auf Englisch vortragen. Und so kann man die Geschichte nach und nach erzählen oder vorlesen. Ich habe mir das ein wenig anders gemacht und schätze das auch sehr bei anderen Geschichten. Ich habe mir die Geschichte auf Karteikarten geschrieben. Die sind oben alle mit einer Nummer versehen, sodass ich auch weiß, wo ich bin und wann ich wechseln muss. Das ist ja immer die Schwierigkeit. Das heißt, ich habe pro Bild habe ich eine Karteikarte und weiß, wenn die Karteikarte fertig ist, dann wechsle ich das Bild. Genau, das kann man aber üben und sollte man auch üben, bevor man in so eine Vorlesesituation geht mit dem Kamishibai, sollte man in jedem Fall das sehr gut üben, auch das Wechseln der Bilder. Das heißt, man liest vor, das macht man für sich alleine. Man kann sich dabei auch aufnehmen, das ist sehr hilfreich. Und man steht dann dahinter, hinter dem Kamishibai und trägt die Geschichte vor. In Japan lebte einst ein alter Mann und eine alte Frau in einem kleinen Haus. Er nannte sie Bachan, was Omi heißt, und sie nannte ihn Jichan, was Opi heißt. An einem Tag sagte Jichan zu Bachan, ich möchte morgen in die Stadt fahren, so wie früher, und den Kindern Geschichten erzählen. Mein Fahrrad funktioniert noch sehr gut. Und vielleicht machst du mir ja auch ein paar Süßigkeiten? Ja, das mache ich, sagte Bachan. Geschichte, Karte ist fertig. Ich wechsle das Bild und es war früh am Morgen, als Jichan mit seinem Fahrrad über die alte Holzbrücke fuhr. Und so geht es dann immer weiter. Und dann weiß man, wann man die Karte wechselt und wie man die Geschichte weitererzählt. Manchmal kann man auch so ein bisschen das verzögern und die Spannung aufrechterhalten. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich lade Sie ein zu unserer zweiten Folge
Einführung in das Kamishibai. Und da werde ich Ihnen zeigen, was man noch machen kann mit dem Kamishibai, mit dem man ja nicht nur Geschichten erzählen kann. Also, ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss!